Ja, Robert, das rote Lämpchen leuchtet, Okay, das ist wichtig. damit du es auch ja kontrollieren kannst. Aber die Leute wollen sowieso nicht meine Stimme hören, genauso Doch. wie ich auch selbst, weil wir wollen alle nur die Autos Ja, sehen. das auf jeden Fall. Aber heute, Leute, steht ein ganz spezieller Tag an. Eigentlich muss man sagen, für den Robert steht ein ganz spezieller Ja, Tag an. Denn der endlich. Robert, der konnte nämlich schon gar nicht mehr erwarten. Oh, mir Der geht das konnte Herz schon nicht auf. mehr erwarten. Dementsprechend haben wir uns dazu entschieden, erstmalig eine Fahrzeugauslieferung, eine Fahrzeugübergabe hier in der Garage durchzuführen. Nicht in der BMW-Welt oder sonst woanders, sondern hier. Und warum wir jetzt auch hier stehen, liegt daran, wir haben hier die BMW-Area, bedeutet hier hinten BMW Isetta, BMW Z8, 1er M-Coupé. Hier haben wir den M4 GTS, da den M3 GTS. Und ich weiß, ein Fahrzeug fehlt, und zwar der M3 GTS. CRT, was auch ein unglaublich geiles Fahrzeug ist. 67 Stück gibt es davon nur weltweit. Und das hat eine Gemeinsamkeit mit dem neuen Fahrzeug, was da hinten steht. Und zwar, es hat nämlich auch 4 Sitze. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir das Fahrzeug vor ein paar Monaten gemeinsam konfiguriert haben. Und ihr Leute, ihr durftet entscheiden, welche Konfiguration es letzten Endes geworden ist. Und das Fahrzeug steht jetzt mittlerweile seit einer Stunde hier drinnen. Robert, ich bin stolz auf dich. Du bist nicht gegen das Auto Das gelaufen, ist super. obwohl du rückwärts gegangen bist. Aufschlappen. Und wir sind hier angekommen. Und ich würde sagen, wir decken das Auto jetzt halt ab. Denn ja, wie ich es vor ein paar Monaten schon gesagt habe und es gerade noch mal festgestellt habe, es ist der geilste Daily, den es aktuell auf dem Markt gibt. Und ich würde sagen, wir zählen runter von 3. Robert, das machst du. Drei. Und Ach so. Du ballerst dann den Porn raus. Kriegst du das hin? Ja, natürlich. Alles klar, dann. Okay. 3, 2, 1 und auf geht's. Und Leute, hier ist der neue BMW M3 Touring. Gerade schon gesagt, das Auto steht seit einer Stunde hier in der Garage und Leute, man muss eigentlich nichts mehr dazu sagen. Robert, einfach mal kurz ein paar Sekunden. Das kannst du dir nicht vorstellen. Nee. Wie unfassbar hier der M3 Touring geworden ist. Dieses Heck, Leute, ich kann mich noch daran erinnern. Ich glaube, es ist 2018 gewesen. Es gab damals diesen BMW M-Town Film, wo wir auch eine Rolle mitgespielt haben. Und ich hatte damals das Privileg, hier den M3 Touring damals schon komplett sehen zu dürfen. Ich glaube, er wurde auch so für, ich würde jetzt mal sagen, eine Sekunde kurz mit dem Heck gezeigt. Ich weiß nicht, Robert, vielleicht findest du ja diesen kleinen Ausschnitt. Aber jetzt, Leute, 5 Jahre später steht dieses Fahrzeug hier in der Garage und er wurde 1:1 von BMW M so gebaut. Und ich habe es damals schon 2018 gesagt, das Fahrzeug muss unbedingt kommen. Das wird so einen Run erleben und das sehen wir ja auch gerade aktuell. Und einfach dieses Ergebnis, was BMW M daraus gemacht hat, ist einfach unfassbar. Ich meine, wir sind jetzt schon hier hinten beim geilsten Part vom M3 Touring und zwar einfach dieses Heck. Also perfekter kannst du es nicht hinbekommen. Es gibt auch nicht nur einen Part, wo ich sage, nee, das passt nicht, weil zieht euch das mal rein, wie breit der ist. Und dann gehst du hier zur Seite und dann hast du hier noch die verbreiterten Kotflügel, ja? Diese breiten Backen, wo eigentlich BMW M easy sagen könnte, wir haben ein geiles Heck, aber wir lassen das Serie wie beim 3er BMW, so wie es Mercedes eigentlich aktuell macht, ja, mit der C-Klasse. Das heißt C-Klasse, C43, C63, das ist hinten alles Serie. Da sparst du dir einen Haufen Kosten, aber BMW M hat gesagt, nein, wir ziehen das wirklich komplett durch. Und dann ist hier das entstanden und vor allem jetzt in Verbindung, Leute, ihr habt recht gehabt. Ihr konntet ja entscheiden zwischen
Twilight Purple, was eine ultimativ geile Farbe ist. Oder eben hier Frozen Pure Grey. Aber ich finde hier diese matte Lackierung, das sitzt so perfekt, weil hier genau diese ganzen Ecken und Kanten rauskommen. Ja? Und wir haben natürlich, also Robert, das muss man jetzt schon nochmal sagen. Also du hast hier das Ding aus, wozu braucht ein Mensch eine Lenkradheizung? Junger Mann, das braucht man für einen Wiederverkaufswert. Weil Leute, das muss man ja nochmal jetzt sagen. M3 Competition Touring, ja. Wir haben hier die MX-Drive-Version. Touring gibt es ja ausschließlich nur als Competition-Version, bedeutet 510 PS, 8-Gang-Automatikgetriebe, kostet hier 101.000 Euro paar zerquetschte, geht das Fahrzeug los. Und so wie er jetzt hat, volle Hütte dasteht, mit dem kompletten Racetrack-Package, Carbon-Paket und so weiter und so fort, landest du am Ende bei knapp 130.000 Euro, was ein Haufen Geld ist. Aber es ist einfach Fakt. Wir bekommen aktuell den geilsten Daily, den es auf dem Markt gibt. Denn wir machen hier den Kofferraum auf und jetzt zieht euch das mal rein. Alter. Und der Robert hat natürlich auch noch das Kofferraum-Package mit dazu genommen, dass du das umklappen kannst und frag mich was. Also das muss man wirklich sagen, Leute, das Auto hier ist komplett volle Hütte ausgestattet. Der hat alle Assistenzsysteme, alles drinnen, was du ja normalerweise eigentlich nicht unbedingt brauchst. Also wenn du ihn eigentlich richtig, richtig gut ausstatten willst, bist du am Ende bei um die 120.000 Euro. Aber Leute, ihr wisst es ja, das Fahrzeug wird uns von BMW M zur Verfügung gestellt. Ich arbeite ja mit BMW M mittlerweile seit Jahren schon zusammen. Und auch das wird über die nächsten Monate hinweg unser Projekt werden. Denn es gibt ja so was Schönes wie M-Performance. Bedeutet, wir werden mit Sicherheit das ein oder andere umbauen. Ja? Und dann kommt natürlich auch irgendwann der Winter, wo der Robert und ich ja auch mal irgendwann zum Skifahren gehen wollen oder Schlitten fahren. Bedeutet, ist ideal. Ist ja, ideal. Mann. Und da liegt natürlich ein bisschen Schnee. Und ihr wisst ja, Leute, MX-Drive-System. Wir können zu 100% die Leistung auf die Hinterachse setzen. 510 PS aus dem schönen Sechszylinder. Ja? Kein Elektro, kein Hybrid, reine Sechszylinder-Power, 510 PS. So, wenn wir jetzt nämlich mal hier ein bisschen zur Seite gehen, wenn wir uns das Ganze jetzt im Detail anschauen, ja, wenn wir nämlich mal hier den Innenraum aufmachen, schau dir das mal an. Da was, geht du, das Herz auf. Was du da Platz hast, ja? Wir setzen uns hier rein und dann, wie geil ist das hier? Hier hinten wieder, diese Carbon-Schalensitze, wie gesagt, hier inkludiert im Racetrack-Package, was um die 16.000 Euro Aufpreis kostet. Aber sage ich euch ganz ehrlich, Leute, das ist ein Muss bei einem M3, M4. Denn nicht nur, dass ihr die geilen Schalensitze habt, die auf der einen Seite perfekt komfortabel sind, eine perfekte Halterung haben, aber ihr genauso auch auf der Rennstrecke einen perfekten Halt habt. Und ihr bekommt auch noch eine komplette Keramikbremse mit dazu. Denn wenn wir das mit der Konkurrenz vergleichen, wir haben ja letztens den neuen C63 konfiguriert. Für die Leute, die das Video noch nicht gesehen haben, wir hauen mal einmal den Link rein, denn ihr solltet euch das definitiv anschauen, denn das ist natürlich hier die Konkurrenz. Ja? C63, den neuen C63 gibt es auch als T-Modell und da hat es mir wirklich einen Schalter rausgehauen. Ja? Dass du einfach über 15.000 Euro teurer bist als ein M3, M4 und dann kannst du nicht einmal mehr eine Keramikbremse mehr nehmen. Und wenn du das halt einfach vergleichst, da geht der neue C63 einfach komplett unter. Sei es motortechnisch, sei es vom Look und vor allem dann auch preislich. Wir haben hier ein perfektes Fahrzeug. Und das sage ich jetzt nicht nur einfach so, weil jetzt hier der M3 Touring dasteht. Denn ihr wisst, Leute, wenn mir irgendwas nicht gefällt, dann sage ich das auch. Und ich bin auch wirklich mal gespannt, hier M3 Touring, ob mir mit der Zeit irgendwas auffallen wird. Aber wenn wir uns hier reinsetzen. So, wir haben nämlich jetzt hier von der Konfiguration den Innenraum genauso wieder genommen wie beim M4 Competition. Denn ich finde, das passt bei einem M3, M4 ideal. M8 Competition haben wir das Individual Elfenbeinweiß genommen. Bedeutet hier auch komplett Leder. Und dann war das Ganze hier wirklich dieses helle Weiß und die weißen Sitze. Was finde ich immer noch ideal zum M8 gepasst hat, weil das ist halt einfach nochmal ein exklusiveres, luxuriöseres Fahrzeug. Natürlich eben auch preislich, reden wir nochmal von um die 100.000 Euro mehr gegenüber hier M3 Competition als Touring-Version. Und jetzt haben wir hier, wie beim M4 Competition, haben wir wieder die komplette Innenraumversion in Silverstone genommen. Bedeutet hier
schwarzes Leder, dann hier eben dieses typische Silverstone-Leder, ja. Das heißt, auf der einen Seite haben wir hier das schwarze Leder, wir haben die Vollleder-Variante genommen und dann hier so, was so ein bisschen eher in das Gräulichere geht. Und ich finde, das matcht ideal mit der Außenlackierung. Genauso wie auch hier die Sitze. Einfach geil. Aber ich sag dir, Robert, ich muss mich auf jeden Fall dann nach drüben setzen, weil jetzt gehen wir erstmal hier weiter zur Front. Und das ist ein wichtiger Punkt, Leute, denn jetzt, ihr seht, ich weiß noch, wie die meisten über diese Front gehatet haben. Und mittlerweile sagt eigentlich so gut wie keiner mehr irgendein Wort, dass diese Front hässlich ist. Als der M3, M4 neu rausgekommen ist, ich war von Anfang an neutral. Weil ich fand sie jetzt nicht extrem sexy, aber ich fand sie jetzt auch nicht komplett hässlich. Denn man muss sich mal überlegen, der weiße 328er steht gerade nicht da. Aber Robert, du kannst mal ein Detail vom schwarzen 328er einblenden. 1937er Baujahr. Und daher, Leute, ist diese Front entstanden, dass wir hier wirklich das wieder so nach unten gezogen haben. Und mittlerweile, ich finde, es ist sexy geworden. In Verbindung dann mit dem Carbon-Package, was wir zusätzlich noch genommen haben, bedeuten Seitenspiegel sind in Carbon, hinten der Diffusor ja in Carbon, genauso auch wie hier dieser Part in Carbon und dann einfach diese komplett schwarze Niere. Schau mal, wie sexy das Ding ist. Boah, das ist wie breit. Hier die Backen, hier an der Seite die Backen. Das sieht sowas von böse aus. Und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, denn wie ich schon angesprochen habe, Keramikbremse ist beim Racetrack Package mit dabei. Man kann auch das Fahrzeug einfach nur mit der Keramikbremse ausstatten. Ich weiß gar nicht, was das Aufpreis kostet. Ich glaube, es müssten wahrscheinlich so um die 8.000 bis 9.000 Euro sein. Vielleicht liege ich jetzt auch falsch. Dann haben wir 19, 20 Zoll Reifen, Michelin Pilot Sport 4S Reifen. Das heißt, der ideale Straßenreifen, mit dem wir auch theoretisch auf die Rennstrecke gehen können. Und Leute, wir haben natürlich einiges geplant in diesem Jahr mit dem Fahrzeug. Ich habe es ja gerade schon angesprochen. Irgendwann kommt der Winter wieder. Bedeutet, da kommt der schöne Schnee. Und dann schauen wir doch mal. Wir wollen natürlich feststellen, es ist vom Look, vom Auftreten her, von der Größe her, der perfekte Daily. Aber wir werden natürlich den ein oder anderen Roadtrip machen und wollen natürlich feststellen, wie gut ist er als Daily wirklich? Denn wenn wir uns jetzt hier auf die Fahrerseite setzen, ja, und das haben wir natürlich jetzt hier neu beim M3 Touring. Das hatte ich beim M4 damals nicht. Das haben dann irgendwann die neueren Modelle bekommen. Und zwar, wir drücken hier auf den Startknopf und jetzt haben wir hier diesen White Screen. Das ist nochmal deutlich hochwertiger. Das wirkt nochmal deutlich hochwertiger, wo du sagst, man redet doch immer noch von einem 3er BMW. Aber diese Verarbeitung, diese Qualität auch hier mit der kompletten Mittelkonsole in dem Carbon, ist das schon wirklich heftig. Also was BMW hier aus dem Innenraum gemacht hat, wo du eigentlich immer gesagt hast, Mercedes war da so der Vorreiter. Ich weiß es ja bei meinem E63, wenn du den Innenraum mit dem M5 verglichen hast, ja, da war der E63 war einfach 2 Levels ab. Aber BMW hat in den letzten Jahren so extrem nachgezogen und du siehst es ja auch hier wie das Lenkrad. Carbon-Schaltwippen, hinten mit den Noppen noch zusätzlich, auch hier das Ganze schön in Carbon. Robert, also mit dieser Lenkradheizung komme ich ja immer noch nicht klar. Einfach geil. Da brennt mir alles weg. Wenn ich das für 10 Sekunden anmache, brennt mir alles weg. Ja, du bist ja auch Heißblüter. Also das musste unbedingt sein. Richtig. Und ja, Leute, also wie gesagt, Haufen Platz und ich bin wirklich gespannt, wie sich das Fahrzeug fahren lassen wird. Wir haben, wie gesagt, einiges mit dem Fahrzeug vor. Und ich glaube, so einer der ersten Themen wird entweder werden, dass wir so in Richtung Österreich fahren, so einen kleinen Roadtrip machen, weil wir müssten nämlich noch wohin fahren. Mhm. Oder der bekommt direkt gleich so die ein oder anderen Veränderungen. Da bin ich mir noch nicht sicher, denn wir müssen das Auto erst mal 2000 Kilometer einfahren. Aber, sag mal Leute, jetzt stehen wir hier hinten nochmal. Das ist unfassbar. Das BMW M, das wirklich durchgezogen hat. Das ist unfassbar. Du könntest dir es niemals vorstellen, dass heutzutage noch so ein Auto serienmäßig kommen darf. Und genau das feiere ich. Weil BMW M, die wirklich Gas geben und sich über die letzten Jahre hinweg so getraut haben. Und wir sehen ja aktuell,
wie erfolgreich die Marke ist. Und da bin ich einfach so happy, weil ich bin BMW-Fan, ich bin Mercedes-Fan, ich bin Audi-Fan. Ihr seht es hier in der Garage, einfach diese Vielfalt. Und genau sowas feiere ich, dass sich ein Hersteller wie BMW M sowas noch traut. Und genau das wollen wir ja haben. Den geilsten Daily, den es aktuell auf dem Markt gibt. Und von daher, ja, Robert, wir heißen ihn auf jeden Fall nochmal willkommen. Ja. Und damit würde ich auch sagen, war es das fürs Video heute. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, beziehungsweise viel wichtiger, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Kommentiert doch mal drunter, was sollen wir hier mit dem M3 Touring über die nächsten Monate so machen? Und auf der anderen Seite, hättet ihr ihn jetzt lieber in lila gehabt oder wie findet ihr diese Konfiguration? Und von daher, Robert, würde ich sagen, machen wir Schluss mit dem Video. Wieder mal gespannt. Der Robert hat sich nämlich eine neue Kamera zugelegt. Aha. Damit kann eigentlich die Qualität nur noch schlechter werden, richtig, oder? Aber wenigstens sieht man mich dann nur unklar und Hauptsache ist Auto klar. Von daher, hoffentlich, sind wir raus. Peace out. Bis zum nächsten Video wieder, Leute.